Hallo, ich bin Carmen Luna und ich mache hier in dieser Teestube einen Aquarellkurs. Aquarell ist was sehr Schönes, die Frauen haben sehr viel Spaß dabei, es ist meditativ, es ist wunderbar, man kann den Tag mit Farben füllen. Die Frauen kommen hier und denken, ich kann das nicht machen. Ja? Und kurz danach, nach diesen ganzen Übungen, gehen sie weg und dann können sie wunderbare Bäume und andere Sachen malen. Jeder malt ihren Lebensbaum und die werden in einem öffentlichen Raum der Stadt ausgestellt. Ja? Und das heißt auch, wir nehmen einfach uns die Räume der Stadt. Wir machen was mit den Räumen der Stadt und das geht auch in Richtung Integration, indem man einfach die Räume der Stadt benutze, die öffentlichen Räume, ja? Und meine Bilder ausstelle. Ja? Dann werde ich Freiburgerinnen. Ich begrüße Sie zur Ausstellungseröffnung Ein interkultureller Wald entsteht. Entstanden ist er tatsächlich im Rahmen des Projektes Frauen stärken im Quartier des Büros für Migration und Integration der Stadt Freiburg. Und hier bekommt dieser Ausdruck, ich glaube, ich stehe im Wald, wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ein Wald gibt uns Sauerstoff, der gibt uns Kraft zum Leben. Und so ähnlich wird es hier auch sein, weil in diesen Gruppen einfach viel entstanden ist. Viel Sauerstoff zum Atmen, viele Geschichten, die ausgetauscht wurden. Und ich glaube, das hat vielen Frauen Kraft gegeben, zu partizipieren, sich zu beteiligen, miteinander sich zu vernetzen. Und das ist eben auch der Sinn von Frauenstärken im Quartier, die letzten 2 Jahre gewesen, den Frauen Plattformen zu geben und Möglichkeiten des Ausdrucks zu verleihen. Und das ist, glaube ich, dann kam Luna, der Künstlerin, einfach sehr gut gelungen. Ich könnte viele Geschichten erzählen, also tatsächlich ist es viel, viel passiert. Es war wunderbar für uns alle, auch für mich. Aber ich habe gedacht, also ich lasse 3 von den Frauen, die in diesem Projekt viel mitgemacht haben, ein paar Gedanken von Frauen, die hier was an Baum gemalt haben, geschrieben haben oder was sie mir erzählen. Das Leben ist keine Fantasie, sondern eine Wahrheit. Manchmal sogar eine bittere Realität. Mein Baum ist ein Spiegelbild des Menschen. Jeder hat die dunkle und helle Seite. Und jeder bekommt die Möglichkeit, den Weg zu gehen. Nach jedem Sonntaguntergang gibt es auch einen Sonnenaufgang. Deshalb darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Also es heißt Puja und ich komme aus Nepal. Carmen hat gefragt, ob ich das machen will. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Dann hat sie mir gesagt, ich soll so einen Baum malen mit Fantasie über mein Leben. Da fiel mir irgendwie gar nichts ein. Ich wollte einen tanzenden Baum machen, weil Tanzen ist sehr nah für mich. Aber dann kam die Idee gar nicht. Dann wollte ich die allgemein unser Leben darstellen. Das habe ich auch gemacht. Das ist sozusagen ein Spiegelbild für einen Mensch. Der hat eine böse Seite und auch eine gute Seite. Und das ist unser Leben halt. Manchmal ist es sehr traurig, sehr dunkel und manchmal ist es sehr schön. Es ist auch glücklich. Ich habe nur 3 Tage gehabt, das fertig zu machen. Dann habe ich es schnell. Ich wollte noch viel mehr machen, aber mit Zeit hat es gar nicht gereicht. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
Priya, mein Baby. Die drei Herzen, meine Kinder. Die Schmetterlinge, meine Eltern. Die Rot-Weiß-Band, zu Ruhe kommen. Geborgenheit. Rot-Weiß, Polen, meine Heimat, hat eine rote Fahne. Köln, Köln, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ebenfalls. Freiburg hat eine rote weiße Fahne. Frau Baum. Baum, Frau, alle leben in Freiburg. Einige sind hier geboren und manche sind weiter weg gegangen, um hierher zu kommen. Ich bin Carolina Moreno, ich komme aus Argentinien und ich wohne hier in Freiburg seit fast 3 Jahren, aber ich bin unterwegs. Seit fast 17. Mein Baum ist mein Lebenslabor und ich habe immer experimentiert. Ich habe noch nicht meinen Baum eingepflanzt und deshalb ist es noch in meinem Rucksack. Aber das kommt noch. Muss ich noch ein bisschen mehr fallen und experimentieren. Das Bild hier sieht ziemlich anspruchsvoll aus, also ziemlich detailliert gemacht worden. Wie lange haben Sie denn dafür gebraucht, für das Bild? Ich habe 2 Kinder, dann in 3 Tagen habe ich das Bild gemalt. Ja, so ein paar Minuten, ein paar Stunden und so. Aber jetzt ich bin zufrieden. Das ist mein Baum in meinem Rucksack. Und ja, was kann ich noch erklären? Hier sind meine 2 Kinder, eine Uhrzeit, das ist auch wichtig in meinem Baum, Telefon, mein Hund. Ich habe auch viele sehr starke Würze, aber sind immer noch in meinem Rucksack. Und ja, was kann ich noch? Nee, ich kann nicht mehr, mein Deutsch ist schrecklich. Okay. Vielen, vielen Dank, sehr schön, danke schön. Heute sind Sie mit Ihren Lebensbäumen zu einer symbolischen Wald geworden. Wald, Lunge des Planeten. Bäume, Bäume, die von Lebensgeschichte erzählen. Von Schicksalen und von ihren kulturellen Wurzeln. Ich heiße Felicitas Hahn und mein Ursprung liegt in Ostdeutschland, Halle und Dessau, und ich bin seit 10 Jahren jetzt in Freiburg und bin lange schon im Kurs bei Carmen zu malen. Also fand ich die Idee gut, als ich das von Carmen gehört habe mit der Ausstellung. Und ich mag sowieso gerne Bäume und die Natur und beschäftige mich auch irgendwie immer mit Natur und gehe gern raus. Und ich wollte gerne etwas darstellen, wo die ganze Natur zum Ausdruck kommt. Und auch das Unten und Oben, dass es gute Wurzeln braucht, damit oben was wächst und guten Boden, dass alles lebendig ist. Auch das, was man nicht so oft am ersten Anhieb sieht, wie eben den Boden und dass es viele Tiere gibt im Boden. Und deswegen habe ich die Wurzeln auch so gemalt und Tiere im Boden. Dann eben, was auf dem Boden kommt, die Kräuter, Gras. Und dort gibt es eben auch viele Tiere. Und das setzt sich fort eben in der Baumkrone, wo dann noch die Vögel ihre Nester haben und noch Insekten auch wohnen. Also alles ist bewohnt und belebt. Vielen Dank. Danke. Farbige Geschichten, traurige Geschichten, viele Geschichten. Der Regenbogen, weil es in meinem Herz viele Farben gibt.
die Trauerweide, weil ich sie sehr schön finde. Das Wasser, weil es ist immer in Bewegung ist und neues Bewusstsein bringt. Ich liebe Wasser. Und Frieden, weil Frieden mit sich selbst entwickelt. Freiburgerinnen aus 31 Ländern. So, ich grüße jetzt erstmal hier Jellis. Was hat dich dazu bewegt, dieses Bild zu machen? Ich habe erstmal an meine Eltern gedacht. Die kommen aus der Türkei und mein Vater, die Familie von meinem Vater hat Olivenfelder. Und das Erste, woran ich gedacht habe, war halt eben an Olivenbaum, als es darum ging, dass man Lebensbaum malen soll. An was ich gedacht habe, ist die, dass Olivenbäume auf trockener Erde sehr gut sehr kräftig wachsen können. Sie blühen sehr stark, geben tolle Früchte ab. Und mein Baumstamm ist auch etwas gespalten. Das liegt daran, dass wir hier zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind. Und ich habe eine Zeit lang damit zu kämpfen gehabt. Aber meine Wurzeln sind stark. Dadurch ist auch mein Baumstamm stark. Ich fühle mich wie dieser Olivenbaum, genau. Und in unserer Kultur und vor allem in unseren Religionen wird Olivenbaum als, hat viele Symbole, hat viele Bedeutungen. Das erste wäre Frieden. Also wenn man mit jemandem Frieden schließen möchte oder mit sich selber, alles deutet auf Frieden mit diesem Baum. Frieden mit sich selber, Frieden mit der Nachbarschaft, mit der Kultur, mit dem ganzen Leben, ja. Ich habe an vieles gedacht, aber eigentlich habe ich das für meinen Vater gemacht, genau. Ich heiße Yan Wang, Familienname Wang. Ich komme aus China und wohne in Freiburg schon über 8 Jahre, schon lange Zeit. Diese Malerausstellung hat ein Thema. Hauptthema ist Lebensbaum. Aber bei mir, ich denke, mein Leben ist nicht gut wie ein Baum. Ich denke, ein Baum, sogar ein einfacher Baum, ist eine ganz gute Welt, sehr gute Welt. Zum Beispiel, und auf meine Maler, der Baum ist hat sehr kräftiges Stankleben und die Form ganz rund und auch ganz einfach, kein Fantasie. Also ich habe mir gedacht, am wichtigsten in meinem Leben, meine Freiheit, meine Familie und Gesundheit. Natur mag ich auch. Und unser Lebensbaum hat Carmen gesagt,
sollen wir zeichnen. Und meine Freiheit und meine Familie waren mir nicht wichtig. Deshalb habe ich als meine Freiheit so wie ein Baum die Freiheit so gezeichnet. Und Ananas, mein Mann, ist süß und flüssig. Und daneben auch streicht so. So habe ich gedacht. Also die Männer sind natürlich immer so, nicht so immer nett wegen die, gegen die Frauen. Und Kokosnuss, meine Tochter, habe ich gedacht, sie ist auch so ein bisschen hart außen, aber innerlich ist sehr flüssig. Sie hat auch sehr gutes Herz. Und mein Sohn ist mein kleinste, jüngste Kind. Und der ist auch so süß als Orange, habe ich ihn gedacht und gezeichnet. Und Religion bei mir ist auch sehr wichtig, wie ihr gesehen habt. Und deshalb habe ich den Namen von Gott und unserem Prophet auch drauf geschrieben. Die waren mir in meinem Leben sehr wichtige Sache. Deshalb habe ich so einen Baum gemalt. Dankeschön. Leila, Rita, Gianni, Lilian, Bara, Kurdistan, Luna, Tatjana. Ich heiße Grażyna Räuber, ich komme aus Polen. Und Sie haben ja jetzt diese beiden Bilder gemacht. Können Sie ganz kurz sagen, was Sie dazu motiviert hat? Das heißt, zuerst habe ich die Birke gemalt. Und Birke für mich, das ist ein ganz tolles Baum. Im Frühling, dann kann man fast hören, wie die Blätter bewegen. Und das bringt ruhig. Und für mich, das bedeutet, dass einfach schönes Baum. Außerdem Birke ist auch als Heilpflanze bekannt. Und sie reinigt die Nieren bei Nierenkrankheit. Und für die Leute, die haben ganz wenig Kraft und Immunsystem ist schwach, die können auch den Saft von Birke trinken und das ist auch als Heilmittel. Und dann natürlich, das soll unser Lebensbaum sein in diesem Projekt. Und Carmen Luna hat gesagt, vielleicht ich kann etwas malen, was ist mehr symbolisch und was ist mehr mit meinem Leben zu tun. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich ein Bild, male ich ein Bild und was das bedeutet. Früher, ich war eine ganz starke Frau und hatte einen tollen Beruf. Und dann plötzlich kam meine Krankheit. Das war plötzlich passieren, deswegen ist dieses Blitz. Und das Blut in dem Stamm, das bedeutet meine schwere Krankheit. Ich lag schon in Koma und dann habe ich, und natürlich, das sieht man, die ganz starke Baum mit Blätter durch den Blitz geschlagen und dann habe ich ein halbes Jahr gekämpft, um mein weiterzuleben, so kann man sagen. Und das auf diesen Stamm, von diesem Stamm kommt ein Ast und durch den ganzen Kampf, das habe ich für meine Familie gekämpft, für meine Freunde, das habe ich von meiner Familie und meine Freunde auch die Kraft bekommen. Und dann, das ist meine neue zweite Leben. Dieses Baum, die Sonne scheint und da sind die kleinen Blätter an dieser Stelle. Da sind die Hände. Das sind die Hände von meiner Familie, von meinen Freunden. Sie waren immer bei mir und natürlich diese Kraft von meinem Glaube. Und das deswegen, das ist Teil von meinem Leben. Wie viel Zeit haben Sie in diese beiden Bilder investiert? Nicht viel, das muss ich sagen, nicht viel. Ich wollte noch schöner malen, ich bin Anfängerin beim Malen und insgesamt, schwierig zu sagen, ich war
4, maximum 4 Mal in der Teestube. Dankeschön. Danke auch. Leila, Rita, Gianni, Vivian, Bara, Kurdistan, Runa, Gracinha, Gori, Yeli, Olena, Teresa. Das Schönste, was mir passieren kann, ist Leben. Wenn mir der Weg zu schwer wird, laufe ich weiter nach vorne. Meine Visitenkarte ist das Lachen. Wenn ich kein gutes Ergebnis habe, kämpfe ich weiter. Wenn ich träume, bin ich in meiner eigenen Welt. Lachen gibt mir Kraft. Natürlich nicht kennen. Also kannst du dich kurz vorstellen, wie du heißt und woher du kommst? Mein Name ist Teresa Habla. Ich komme aus der Dominikanischen Republik. So. Bestimmte Motivation war einfach so, wir sollten diese Workshop von Malerei, jeder ihren Lebensbäume ihre Lebensbau malen. Und da habe ich gedacht, welchen Baum male ich? Und dann in meinem Land gibt es Bäume so groß wie diese, mit vielen bunten Farben, rot. Ich male diesen Baum, ich male diesen Baum. Und dann für mich, die rote Blume, das ist eine kleine Blume, bedeutet Wärme, Liebe, Freundschaft. Alle Sachen mit die rote Farbe zu tun haben. Der Stamm bedeutet, dass so groß, dass ich immer auf die, meine Füße sind immer auf der Erde. Ich bin immer fest auf der Erde, ich bin nicht in der Luft. Und so wie diese Bäume ist, ich fühle mich auch so stark und fröhlich, so wie den Baum. Der Stamm ist ja markiert mit einem Text. Wie ich sehe, was genau bedeutet dieser Text oder die Übersetzung? Ja, die Texte sind in Deutsch und auch aus Spanisch, meine Muttersprache. Vielleicht kann ich ein paar lesen, weil ich habe nie alle im Kopf, ich habe nur ein paar geschrieben. Zum Beispiel, ich habe geschrieben, das Schönste, das mir passieren kann, ist Leben. Wenn der Weg mir schwer wird, laufe ich weiter nach vorne. Meine Visitenkarte ist das Lachen. Yeli, Olena, Teresa, Acer, Delfina, Marisa, Sara, Rosana, Patricia, Tatiana, Liliana, Dile. Laura, Anna, Vilma, Rie, Carolina, Pucha, Jan, Carmen, Hatice, Lee, Gisela, El Bon! Und viele mehr. Thank you.